Ihr habt Interesse an diesem oder an anderen günstigen Spielen? Schaut mit dem Link in der Videobeschreibung bei GamesPlanet vorbei. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, beziehungsweise ich setze schon mal die Haltestellen. So, wie man sieht, der Block ist jetzt komplett gefüllt. Hier ist es noch nicht geschlossen. Hä? Oh. Da hat es mir gerade ein Stückchen Monorail weggehauen. Gut. Kann passieren. Hier ist noch nichts abgedeckt. Jetzt aber. Wie gesagt, hier reinkommen welche. Ich glaube nicht. nee, ich glaube nicht, dass ich hier durchkomme, oder? Warte mal. Nee, ja, nee, hier komme ich noch nicht mal raus. Deswegen. Nee, leider nicht. Hier? Ja, aber hier komme ich nicht rein. Doch. Tue ich. Kann ich denn auf der Seite Haltestellen bauen? Ja. Oh, dann ist das ja richtig attraktiv. Wenn ich jetzt hier irgendwie reinkäme. Ah, okay. Du musst weichen. Der böse Gott mag dich nicht, Bitch. So, das ist gut. Hier bekomme ich alles. Ich sag dir, das wird eine effiziente Straßenbahn. So, und jetzt brauche ich natürlich noch den Übergabepunkt hier hinten. Damit die Leute auch umsteigen können in die Monorail. Okay. Hier eine Halte. Ah. Die Wendeschleife brauche ich eigentlich gar nicht. Weg. Oh, sehr gut. Boah, damit haben wir den ja fast komplett abgedeckt hier. Kriege ich da hinten noch ein bisschen was, wenn ich die hier hinsetze? Ja. Lohnt sich das? Nein. Nee, ich muss ja eh noch. Nee, guck mal, das ist jetzt Tatsache mit abgedeckt. Ich brauche gar keinen Bus. Obwohl, hier kann ich auch einen kleinen Bus fahren lassen. Wen interessiert's denn? Oh. Mal gucken, ob ich das in die Monorail mit eingebunden kriege. Na, ich glaub's nicht. Also nicht so, wie ich mir das hier gerade vorstelle. So auf jeden Fall. Passen. So, das nach. Na, das nach. Das weg, das weg, das weg. Leckerli. Das weg, das weg, das weg, das weg. Okay. So. Sehr schön. Damit haben wir das jetzt auch abgedeckt. Jetzt müssen wir die Straßenbahn nur noch einrichten. Well. So, dann starten wir natürlich. Oh. Oh, hier sind noch gar keine Übergangshaltestellen. Dramatik. Haltestelle hinzufügen. Hier wurde übrigens immer noch nichts gebaut. Doch, guck mal. Die fangen an zu bauen. Irgendwas. Dann wird irgendwann die Meldung kommen. Hier wird gebaut. Guck dir das mal an. Hier wird Tatsache gebaut. Bin ich ja mal gespannt. Was hier so hinkommt. Okay. Das heißt, da passiert langsam was. Das ist cool. Gut, dass ich da mal nachgeguckt habe. Muss man nämlich aufpassen, dass einem nicht die Gebäude unterm Arsch weggerissen werden. Das ist mir damals mal passiert. Dann habe ich mich gewundert, warum die Gewinne eingebrochen sind. Dann ist eine U-Bahn komplett zerstört worden. Wow. Du bist ja ein ganz intelligenter hier.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben nur die cleversten hier. Ah, so ein Scheiß. Haben wir geschlossen? Oh, die ist schon fertig. Tatsache. Okay, da müssen wir jetzt natürlich noch eine Entscheidung treffen, was für Fahrzeuge wir nehmen. Was haben wir denn hier? Haben wir neue? Nein. 96 Passagiere, das müsste eigentlich reichen. Ach, die sind das. Okay, ja, das ist gut. Die können hier von mir aus fahren. Warte, ich setze die mal gerade kompetent hier hin. Der startet hier, dann muss der natürlich auf der anderen Seite starten, auf der Nummer 9. So, und ich glaube, zwei Straßenbahnfahrzeuge müssten hier eigentlich reichen. Ah, guck mal, die Wendeschleife ist sogar vernünftig. Wie komisch das aussieht, so eine S-Straßenbahn. Oh, die Monorail läuft aber auch ganz gut. 51 Leute nach hinten raus. Was sagt denn die U-Bahn hier? Ist die immer noch so voll? Nee, mittlerweile nicht mehr. Warum? Dann können wir ja hier Dingens nochmal machen. Blüb. Können ja ein paar Leute mehr mitfahren. Was habe ich denn groß geändert? Eigentlich nichts. Oder habe ich es mittlerweile so effizient gemacht, dass es Tatsache funktioniert? Hm. Das kann natürlich auch sein. Wahrscheinlich durch die ICEs, die hier so viel... Ich nehme alles zurück. Ja, okay. Es ist immer noch voll. Gut. Verdammt. Ist egal. Ist scheißegal. Also hier kann es ruhig ein bisschen was voll laufen. Okay, gut. Es ist trotzdem immer noch... Es funktioniert immer noch, das System. Dann war das wahrscheinlich gerade nur ein Moment, wo er mal nicht ganz voll war. Boah, hier fahren so viele Fahrzeuge. Es müsste eigentlich... Deswegen läuft es wahrscheinlich auch so rund. Joa. Sehr schön. 40 Leute stehen hier, das heißt, die Monorail ist schon mal ein Erfolg. An der Straßenbahn stehen jetzt auch welche. Joa. Dabei könnte man die Insel eigentlich als abgedeckt ansehen. Schade, dass es mit der Abdeckung nicht geht. Das ist echt grausam. Naja. Nee, gibt es leider überhaupt nicht diese Infokarte. Keine. Oh, stopp. Oh ja, hier fährt aber echt seit langem keine mehr. Da ist erst die nächste. 7, da sind sie unzufrieden. Pass auf, dann stellen wir mal gerade hier eine neue ein. Bei der 26. Fahrzeuge, eine neue. Und damit haben wir nämlich auch das Loch gefüllt. Sehr schön. Wie sieht denn das eigentlich in unserem Knotenpunkt hier hinten aus? Das ist nicht unser Knotenpunkt. Wo war denn der? Ich verliere den immer. Hier. Oh, hier ist auf jeden Fall auch viel los. Was haben wir denn hier? Oh, die 11 ist komplett voll. Ich muss gerade nachdenken. Was ist denn hier die 11? Ah, hier sind wir. Okay. Kann es sein, dass ihr euch aufgehangen habt? Scheiße.
Warte mal. Linie 2 und 3 haben sich hier verkantet. Von den Straßenbahnen her. Ich glaube, da reicht es schon, wenn ich die 2 einfach mal rausnehme. Und diese Fahrzeuge rausnehme. Sehr gut. Ram, ram, bam, bam, bam. Ja, gesund. Oh Mann, ist das voll hier. Gut. Da sollte es jetzt eigentlich geklärt haben. Sollte eigentlich. Ich habe keine Ahnung. Wo fährt denn die 2 jetzt hier hin? Du bist auch general beschränkt, ne? Zwei muss nur noch geradeaus fahren. Und weißt du, was ich auch mache? Ich gebe der 3 einen anderen Haltepunkt. Oh Mann. Moment, ich reiße das mal weg. So. Da kommt alles wieder. Nein, falsche Seite, du Penis. Linie 3 verliert die 12. Dafür bekommt sie die auf dieser Seite wieder. Und verliert nochmal die 12. 12. So. Ja. Das ist schon besser. Und hier hält jetzt nämlich nur die 2, die 3, die nichts und die 1. So, die Leute stehen hier alle nur, weil sie die Straßenseite wechseln wollen. Oh Mann. Es ist schon ordentlich was los, ja. Ich finde es immer wieder unglaublich, was das Spiel alles kann. Allein von den Personen, wie viele Menschen sich hier bewegen, das ist unglaublich. Aber es leidet ziemlich kräftig, das merkt man. Oh, mein rechter Arm ist gerade eingeschlafen. Aha. Okay. So. 200 Leute stehen jetzt mal gerade unten. Aber die Straßenbahnen schaffen das ganz locker hier weg. Joa, gefällt mir. Sehr gut. Das hätten wir gelöst. Okay, wie sieht denn das jetzt aus? Und wir müssten eigentlich... Das hier müsste jetzt komplett laufen. Oh. Tut es aber nicht. Ich glaube, die brauchen noch ein paar mehr. Wie viele Haltestellen haben wir denn? 26. Das ist jetzt genau die Hälfte. Ausprobieren. Mal gucken, ob es sich aufhängt oder ob es hält. 26, davon genau die Hälfte. Wir haben 2 Ausweichgleise drin, ne? Oder? Die hätte ich doch auch jetzt reingetan. Okay, das hier ist einfach mal weg. Übrigens! Speichern, ja. Nicht, dass da irgendwie was passieren könnte, aber es könnte ja was passieren. Mhm. Jetzt nochmal speichern, weil ich habe da das Loch drin gehabt und das ist nie gut, sonst vergesse ich das, falls der Spielstand wirklich abschmiert. Fortsetzen, weiterfahren.